Herr Erich Langeder, Sie sind zuständig für den Jubiläumsfilm 100 Jahre an einem Tag. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, um das zu machen? Wie ist dazu gekommen? Wir haben da im vergangenen November, also letztes Jahr, eine Stadtteilversammlung gehabt. Und da ist es unter anderem darum gegangen, welche festlichen Aktivitäten man im nächsten Jahr machen will. Da war der Bürgermeister bei verschiedenen anderen Leuten. Und da haben die Menschen, also die Einwohner selber vom Stadtteil von Kloster, haben dann sozusagen ihre Meinung abgegeben, ihre Wünsche abgegeben, was denn so an Möglichkeiten für das Jubiläum passieren soll. Und worum geht es jetzt genau in dem Jubiläumsfilm? Da geht es einfach darum, dass verschiedene Menschen, die schon lange da leben, junge und alte, dass die uns ein Geschichten erzählen über ihren Stadtteil, zum Beispiel Rieden oder über Weidach oder direkt vor Kloster. Ganz persönliche Geschichten, die sie erlebt haben. Da ist zum Beispiel auch eine Frau dabei, die wird nächstes Jahr 100, genau zum Jubiläum hin. Und die hat uns so ganz tolle persönliche Erlebnisse erzählt und wie sich das da alles entwickelt hat. Und das ist sehr, sehr spannend. Und das führt quasi von gestern zu heute und von heute ein bisschen auch ins Morgen. Wie weit sind Sie mit dem Film? Muss da noch viel passieren, dass der fertig wird, oder ist der Großteil erledigt? Also wenn jetzt alles gut geht, schließen wir morgen die Dreharbeiten ab. Dann ist das sozusagen mal alles im Kasten und dann werden wir so ab Mitte Oktober in die Postproduktion gehen. Das ist der Stand der Dinge, und wenn alles klappt, dann wird bereits ab Anfang Dezember ein Trailer laufen und da kann man dann im Metro-Kino sich anschauen. Wo wird der Film jetzt laufen, wenn Sie sagen, der Trailer wird im Metro-Kino kommen? Wird der nur im Rahmen vom Jubiläumsfest präsentiert oder gibt es den nachher auf DVD oder irgendwo online zum Anschauen? Also geplant ist im Moment, dass die Premiere im Metro-Kino stattfindet, im Mai des nächsten Jahres, das ist schon fix. Ja. Es ist dann so, dass es eine Woche Matinee voraussichtlich geben wird, wo der Film für die Leute, für die Bevölkerung von Kloster, für die Schüler und so weiter auch zur Verfügung steht und auch angeschaut werden kann. Und es ist auch geplant, dass der Film ist ja modulmäßig aufgebaut, dass also Teile des Films, weil insgesamt ist er ja rund 25 Minuten lang, dass Teile des Films eben modulmäßig auch auf den sozialen Medien dann abrufbar sind. Gibt es denn irgendwas, was Ihnen ganz wichtig ist im Zusammenhang mit dem Film, was die Vorarlberger darüber wissen sollten unbedingt noch? Also mir ist mal ganz wichtig, dass der Film gelingt. Da bin ich aber schon überzeugt. Wir sind ein tolles Team, also ich hoffe es schwer. Und sonst ist mir halt persönlich wichtig, dass dann möglichst viele Menschen aus unserem Stadtteil, aber aus ganz Bregenzsee geht es einmal, sich den Film dann auch im nächsten Jahr anschauen.